Was passiert außerdem mit dem Geld bei der Credit Suisse, wenn man oder wenn die Bank pleite geht und ich habe dort ein Bankkonto, ein Sparkonto? Zunächst einmal, es gibt die Einlagensicherung für Schweizer Banken. 100.000 Franken sind sicher, also Barvermögen. Alles darüber hinaus, also wenn ich 100.000 und 1 Franken habe, dann habe ich im Ernstfall 100.000 Franken und der eine Franken, den ich drüber habe, der ist dann vermutlich gone, weg. Habe ich also 1 Million Franken in Barvermögen auf meinem Credit Suisse Konto, bin ich ganz ehrlich, dann würde ich 900.000 Franken mindestens, wenn nicht sogar alles, packen und woanders hin verteilen.